Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Days Gone, dem Herausforderungsmodus. Jetzt kümmern wir uns um die Horden-Herausforderung wieder in Sicherheit. Und dafür werden wir jetzt unsere Ausrüstung ein kleines bisschen ändern. Löwenherz bleibt drin. Aber Kugeln werden wir jetzt rausnehmen, denn eine Nebenherausforderung von dieser Challenge sagt ja, dass wir möglichst viele Freaker töten müssen, ohne eine Ausweichrolle zu benutzen. Stattdessen nehme ich das hier, Lilienkrone, reduziert die Senkung der Armbrustbolzen und verleiht erhöhte Durchschlagskraft. Kann ich jetzt zum Glück auch auf die finale Stufe hochheben, denn das ist eben das Idealste, was man haben kann. Senkungsreduktion 100%. Das heißt, die Dinger fliegen jetzt so ziemlich in einer geraden Linie durch. Perfekt. Denn wir sollen ja auch einige Freaker mit der Armbrust töten. Und genau darum kümmern wir uns jetzt. Ich hoffe, dass ich es hinkriege, ohne getroffen zu werden. Aber die Strategie, die ich mir angeguckt habe, sollte da eigentlich auf Nummer sicher gehen. Einigermaßen. So, zuerst hole ich mir hier Muni von dem Bike, dann rüste ich die Armbrust aus und feuere von hier oben aus. Erstmal mit der Armbrust auf die Horde runter. Okay, ich glaube, irgendwas läuft jetzt schon schief, weil ein paar... Ja. Mist. Ich glaube, ich habe mich zu weit vorne platziert. Denn normalerweise, ihr habt gesehen, die meisten von der Horde sind wieder umgedreht, nur ein paar Einzelne sind ho zu mir hochgelaufen. Keine Ahnung, ob das random ist. Aber dann gehe ich einfach auch nochmal sicher und stehe ein bisschen weiter hinten. So. Sehr gut. Seht ihr, jetzt scheinen die noch nicht einmal großartig. Jawohl, 16. Jetzt scheinen die noch nicht mal großartig auszurasten. Die verlassen ihre Gruft da unten jetzt gar nicht mehr. So, ich stelle noch mal neue her. Mehr als genug Zeug dafür habe ich ja. Also irgendwie erwische ich jetzt gerade nicht so viele, wie ich gerne würde. Ah, jetzt habe ich ein paar hintereinander erwischt. Ich versuche immer möglichst dahin zu feuern, wo ich einige auf einem Fleck sehe. Okay. Ein bisschen kann ich noch herstellen, das ist gut. 12 Kills brauche ich noch. Komm schon. Fünf noch. Yes. Okay. Damit habe ich Gold. So. Jetzt muss ich hier erstmal in einem ganz großen Bogen um die Horde herumlaufen, damit ich auf Nummer sicher gehe und die mich nicht sehen. So, ich packe mir jetzt mal einen, nee, Ausdauercocktail rein. Okay. Und als nächstes nehme ich mir hier jetzt schon mal die Napalm-Molotows in die Hand. Und dann geht's mit der Horde richtig los. So, ich kann meinetwegen eigentlich hier alles benutzen, was ich möchte. Das ist wurscht. Okay. Go, 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 go.
Oh, Moment. Konzentrationscocktail habe ich vergessen. Nein, ich hab's verkackt. Ah, shit. Nein, ich Idiot, ich habe die Ausweichrolle benutzt. Ah! Aus reiner Gewohnheit. Aber egal, ich habe sowieso einen Fehler gemacht. Ich habe den Konzentrationscocktail viel zu spät eingesetzt. Und ich habe, Mann. Und ich habe viel zu spät auf dadurch auch auf diesen Explosionswagen, auf den Tankwagen gezielt. Naja. Jawohl, schon mal Bronze. Das hier ist im Prinzip laut dem Guide der schwierigste Teil an der Challenge, dass man eben die 50 Kills da unten hinkriegt. Der Rest ist im Vergleich Pipifax. Wenn jetzt wieder ein paar hoch zu mir kommen, dann fresse ich einen Besen, ey. Aber sieht so aus, als ob ich noch Glück hätte. Gut. Ich kriege jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn die sich in Bewegung setzen, ey. Silber, so. Noch 20 Kills. Komm schon. Alter. Oh, Scheiße. Ich hoffe, dadurch habe ich jetzt keinen Fehler gemacht. Jetzt ist einer der. Oh je. Moment. Ach, der Wecker. Jetzt ist einer der Armbrustbolzen da unten gelandet. Am Rand von der Klippe, wo ich gerade stehe. Das will ich natürlich nicht. Komm schon, noch sechs. Nur noch sechs Stück. Jetzt muss ich aber liefern hier. Jawohl. Okay. Hat genug geklappt. Gott sei Dank. Mir sind schon die Armbrustbolzen ausgegangen. Okay. So, ganz großen Bogen wieder machen. Sicherheitsabstand. So, nein. Die Napalm-Molotows können ruhig ausgerüstet bleiben. Was ich jetzt erstmal brauche, ist Ausdauer. So. Und sobald ich die Napalm-Molotows geschmissen habe, und die Rohrbomben auch, und die Splittergranate, die normalen Mollys. So, jetzt nehme ich den Molotow schon mal ein. Konzentration. So. Denn jetzt muss ich hier runter, damit ich keinen Schaden kriege. Okay, go, 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 go. Hep. Ach Gott, Mädel. Oh, go, 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 go. Zweiter, nein. Zweiter Konzentrationscocktail. Und go. Okay, go, 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 go. Weiter. Da, 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 da. Okay. Noch 16 Kills. Sehr gut.
Ich muss jetzt ganz, ganz weit weglaufen, weil sich wahrscheinlich ein paar von denen rechts rum... Ja, seht ihr? Ein paar davon hätten sich rechts rum geschlichen. Die Säcke. Yes! So viel dazu. Alter, und ich bekomme die Silbertrophäe verloren und verdammt. Oh, wofür das denn? Alter, yes, Leute. Geil. Neue Rufstufe Gründer. Oh, ich glaube deshalb, weil ich die maximale Rufstufe bekommen habe. Standhaft verdient. Geil. Auch hier Gold geschafft. Ja, der Hauptfehler war mal wieder, dass ich den Konzentrationscocktail nicht rechtzeitig genommen habe. Wie schon bei der letzten Horden-Challenge. Nur dieses Mal hätte ich mit Sicherheit nicht... noch Gold hingekriegt, weil ich auch die Ausweichrolle gemacht habe, ich Depp. 30 Kopfschüsse erzielen habe ich nicht gemacht. Ups. Damit hätte ich wahrscheinlich noch ein paar Punkte mehr machen können. Habe ich gar nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Aber das lässt sich doch relativ schnell bewerkstelligen. Das ist kein Problem. Also da starte ich die Challenge doch ganz einfach nochmal. Ne? Meine Waffe sollte ja jetzt eh maximale Durchschlagskraft haben. Das bedeutet, na, ich gehe jetzt einfach auf die Horde zu mit maximaler Muni und einem Konzentrationscocktail und dann wird drauf geballert. So, Konzentration, Ausdauer kann ich meinetwegen auch schon mal nehmen, weil ich es kann. Idiot. Nur um ein kleines bisschen Abstand zu gewinnen. Böser Bagger, böser Bagger. Komm schon, nur noch 6 Kopfschüsse. Alter, sind das noch viele. Aber ich habe ja noch Ausdauer und Konzentrationscocktail. Von daher einmal nur auf die andere Seite der Horde laufen und gib ihm. In der Schussbahn erledigt. Geil. Okay, das war's. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche hier nur Bronze. So. Und damit dürfte das auch erledigt sein. Mega. Schön schnell auf den Punkt. So muss das. Ja, hätte ich mich mehr auf Kopfschüsse konzentriert, dann hätte ich noch ein bisschen mehr Puffer gehabt, zugegeben, ne? Aber, wie ihr seht, hat auch so gereicht. Ziemlich gut sogar. Nice. Sehr schön. Alles klar, dann hätten wir nur noch eine Horde-Herausforderung vor uns, Leute. Das läuft besser als erwartet. Also dann, Schlussverkauf ist die letzte Horde-Challenge, die wir noch vor uns haben. Da bin ich jetzt auch mega gespannt, weil da ist der Unterschied zwischen Silber und Gold von der Punktzahl her am größten, oder? Ja, hier sind es 12.500, hier sind es doch 55.000, hier sind es, ja okay, das zähle ich jetzt nicht, das ist keine Horden-Challenge, hier sind es 40.000, immerhin noch das Doppelte, hier auch das Doppelte von Silber, 60.000, hier auch 60.000. Also mit anderen Worten, das ist die einzige Horde-Challenge, die von dir verlangt, dass du das Fünffache an Punkten machst, was du für Silber machen müsstest, um Gold zu kriegen. Hui. Das wird interessant. Da bin ich auch sehr auf die Strategie gespannt. Aber die sehen wir uns gemeinsam dann im nächsten Part an, beziehungsweise da werde ich mich dann an dieser Strategie versuchen. So oder so würde ich an dieser Stelle für heute erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.